So, hallo, weiter geht's mit Zelda. Wir sind jetzt hier im Heiligen Hain. Und wollen erstmal dieses Lied spielen. Habe ich das richtig gemacht? Nicht ganz. Kenner wissen natürlich, welches Lied das ist. Nämlich das Wiegenlied von Zelda aus Ocarina of Time. Klingt irgendwie total Panne, wenn der Wolf das singt. Also eigentlich klingt irgendwie so schräg. Ich kann das irgendwie nicht gut finden. Alle anderen Lieder finde ich ganz in Ordnung, aber wenn der das hier jault, dann passt das irgendwie nicht. Okay, jetzt die Aufgabe besteht darin, diesem Horror-Kid zu folgen, das immer schön abhaut und mir diese Typen auf den Hals hetzt. Die haben wir ja auch schon kennengelernt. Und wenn ich dann es irgendwann gefangen habe, werde ich hoffentlich das Master-Schwert erlangen. Und das ist ja der Grund, warum ich hier überhaupt bin. Und wenn ich das Master-Schwert kriege, werde ich hoffentlich wieder zum Menschen. Hoffentlich, hoffentlich. Und ich denke mal, hier muss ich weitergehen. Ich mag diese Abschnitte hier ehrlich gesagt nicht so. Da habe ich es gefunden. Diese Horror-Kit-Sucherei, die regt mich ziemlich auf. Da kann man mitunter auch schon mal ziemlich lange dran hängen, wenn man es einfach nicht findet oder es immer abhaut. Ich muss wohl wieder zurück. Am besten lässt man die Typen einfach in Ruhe, die kommen ja immer wieder. Deswegen hat es gar keinen Sinn, die zu bekämpfen. Es sei denn, sie stören gerade, wenn man irgendwo hochkraxeln will, hier zum Beispiel. Und die lassen einen dann manchmal nicht hoch. Dann macht es natürlich Sinn, sie erstmal zu erledigen. Hier bin ich zu früh, hier ist er noch nicht. Wo ist er denn dann? Ja, die Melodie, die im Hintergrund läuft, die kennen wir auch aus Ocarina of Time. Da ist echt viel übernommen worden. Und zwar ist das Zalias Musikmelodie. Da war er am Anfang. Irgendwie komisch. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Komme ich da hier rum hin? Nein, komme ich nicht. Doch, komme ich. Glück gehabt. Und hier müsste eigentlich noch ein Geist sein, aber ich glaube, der ist wohl nur nachts da und wir haben gerade keine Nacht. Das ist nicht so schön. Da will ich mir echt ein bisschen merken, welche ich schon gefangen habe, damit ich am Ende dann nicht tausendmal dieselben Stellen aufsuche und dann völlig verwirrt bin. Wenn man aufpasst, kann man es manchmal noch hecheln hören. Wenn man in der Nähe ist, dann hört man es auch tröten mit seiner Pfeife oder was es ist. Mit seiner Tröte, mit seiner Vuvuzela. Und manchmal sieht man auch noch so einen Lichtschein am Ende des Gangs. Und da oben ist es wieder. Da muss ich erstmal hier ein bisschen außen rum gehen. Und hier waren wir ja schon mal. Und jetzt sind wir hier richtig. Jetzt will er mich wieder daran hindern. Aber es hat ja noch geklappt. Kein Problem. Dürfte jetzt langsam auch mal geschafft sein. Da tippelt er rum. Dude. Nee, der stirbt nicht. Könnte auch zu Horror-Kid aus Ocarina of Time sein, aber ich glaub's ja nicht. Weil es halt anders aussieht. Aber das schließt es nicht völlig aus. Ich denke mal, er ist hier irgendwo. Genau. Ja, da ist er. Er wartet schon. Und ist erstmal überrascht, dass ich da bin. Aber da er keine Emotionen mit der Mimik zeigen kann, muss er jetzt mit der Gestik machen. Und lacht halt immer rum. Er freut sich also, dass er jemanden zum Spielen hat. Denn die Marionetten sind bestimmt keine angenehmen Spielpartner. Ey, wieso ist es abgehauen? Ach so, natürlich, ich weiß, wie ich das machen muss. Jetzt muss ich sie halt doch mal besiegen. Zumindest ein paar. So viele, dass der denkt, er braucht wieder neue. In seine Tröte bläst.
Und während er das macht, ist er beschäftigt und ich kann ihn angreifen, aber wie viele soll ich denn noch zerstören? Jetzt. Nein. Ich muss wohl doch erstmal alle besiegen. Komm, verzieht euch. Jetzt will mir Midna schon ein Rät geben. Also das ist ja echt erbärmlich. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, Nummer 2. Es werden immer mehr Marionetten. Das flößt ja aber keine Furcht ein. Ich habe aber kaum noch Herzen, sehe ich gerade. Das ist übel. Da habe ich nicht groß aufgepasst. Aber da gibt's neue. Und hier auch. Da wette ich doch drauf. Oder auch nicht. Schade. So, wer zieht das schon mal? Jetzt bläst du bitte. Dankeschön. Wahrscheinlich noch eine Runde. So, jetzt noch mal ganz viele. Mitten, da lass mich in Ruhe. Ich mach's da schon richtig. Was gibt's denn da noch zu meckern? Ja, perfekt. Geschafft. Seine Lampe liegt im Stein. Und da gibt's öfter mal so Grafikfehler in diesem Spiel, aber das stört ja nicht groß. Hihihi, fang mich doch. Das versuche ich die ganze Zeit, mein Freund, aber du haust du immer wieder ab. So, jetzt hätte ich echt gern noch ein paar. Ah, dankeschön. Ach, jetzt kommt ja was ganz Blödes. Oh, das habe ich ganz vergessen. Darauf freue ich mich schon. Das wird richtig spaßig. Ich hoffe, ich kann es im Video lassen, wenn es nicht zu lange dauert, aber ich denke schon. Am Anfang war ich ziemlich schlecht darin, aber inzwischen müsste ich das eigentlich hinkriegen. Nochmal das Wiegenlied. Oh nein, nicht nochmal singen. Abbrechen. Jetzt habe ich es abgebrochen. Gut. Normalerweise breche ich ja nichts ab, aber das Lied haben wir jetzt echt schon gehört. So, jetzt tun sich Felder auf. Und die werden zum Leben erwachen. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den Heiligen Hain verschlossen. Dann bin ich ja noch gar nicht da. Okay, wenn ich links auf diesem Schachbrett oder möchte gern Schachbrett hüpft, dann hüpfen die jeweils in die andere Richtung. Also der eine dahin, der andere dahin. Man sieht's. Oh, das war blöd. Das fängt gut an. Hab ich mich mal gleich wieder selbst umgebracht. Das war gar nicht so schwer. Wenn man es einmal raus hat, dann hat man es immer raus. Würde ich mal behaupten. Probieren wir es mal. Also Ziel ist es natürlich, wie man sich denken kann, diese zwei Typen auf die zwei Felder da, diese goldenen, zu bewegen. Einer ist jetzt drauf, der andere muss halt noch aufs andere. Aber der eine bleibt halt nicht darauf stehen, auch wenn er jetzt schon drauf ist, sondern springt immer weiter. Das verkompliziert die Sache nämlich. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Ich muss noch überlegen, ich habe es gerade nicht so im Kopf, wie das gehen soll. Mal ausprobieren. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der soll aber jetzt nicht runterhüpfen. Mann. Nein, nein. Blöd. Dumm war das. Okay. Wir schaffen das schon. Jetzt gehe ich erstmal vielleicht hier hin. Dann so. Dann so. Da kommen sie nicht runter. Vielleicht mal so. Ich habe da jetzt keine besondere Taktik, muss ich sagen. Für gewöhnlich klappt es mit Rumprobieren recht schnell. Mal gucken.
Auch eine witzige Szene jetzt. Oder auch nicht. Ich dachte, die springen aufeinander. Habe ich irgendwo wieso in Erinnerung. Komisch. Das wundert mich gerade. Ja, wie ging denn das? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir es halt mal weiter probieren. Ist ja auch sehr spannend jetzt. La la la. Jetzt springe ich einfach mal so, damit ich ein paar Felder frei habe. So, jetzt sind sie wieder auf einer Linie. Jetzt, ah, das sieht gut aus. Ich glaube, das könnte es werden. Hm, die sollen aber beide in dieselbe Richtung springen. Kein Problem, ich denke, das sollte machbar sein jetzt. Jetzt sieht das nämlich gut aus. Ja, komm. Perfekt, perfekt, perfekt. Supi, dubi, dubi, du. Geschafft. Und sie gewähren mir Einlass. In den heiligen Hain. Was mag da wohl nur drin sein? Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Das hatte ich vor. Hier gab es auch noch einen Geist, aber jetzt ist halt nicht Nacht. Das ist blöd. Okay, schnappen wir uns aber mal das Masterschwert. Einfach im Maul rausziehen, denke ich mal. Nein, natürlich nicht. Denn wie von Zauberhand werde ich wieder zum Menschen. Ah, schöner Wind. Gratis-Ventilator. So, und das Teil, das ist mir ja in die Stirn geflutscht vorhin von Santo. Das wird mir dann dabei helfen, immer wieder zum Wolf zu werden, wann ich Lust habe. Und wieder zurück zum Menschen. Ziehen wir erstmal unser sagenumwobenes Schwert hinaus. Yay! Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das Schwert erkennt dich als deinen Meister. Yay! I'm the best. Können wir weitergehen? Okay. Muss erst noch mal ein bisschen angeben. Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal, solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei eurer Gelegenheit verwenden würden. Ja, durchaus. Sag mir ganz einfach Bescheid. Wenn du deine Gestalt wechseln willst, ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, Sam, ich hätte eine Bitte an dich. Spuck's aus. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Santo. Jo, deswegen muss ich das wohl tun. Dann hätten wir hier alles erledigt und können uns zur eigentlichen großen Aufgabe begeben, den Schattenspiegel zu suchen. Dubdidu. Ach, jetzt kommen die noch gar nicht. Ah, egal. Ich will nichts wegnehmen. Irgendwo hier gab es noch ein Schneckchen. Dubdidu. Das muss doch auf der anderen Seite gewesen sein. Obwohl ich es gar nicht gehört habe. Ich bin halt noch etwas verwirrt, weil das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, war das die Wii-Version. Da ist alles spiegelverkehrt. Da ist es. Dankeschön. Schnecke männlich. Das schleimt aber sehr.
Ich weiß nicht, warum diese Truhe hier kaputt offen rumliegt. Ich habe die meines Wissens noch nie. Wie geht es denn hier überhaupt raus? Ach, ich muss mich schwappen. Natürlich. Oder ich gehe denselben Weg zurück. Ah ja, ich verstehe. Ich schwapp mich einfach. Wo war ich schon hin? Ich schwapp mich zum Hyljasee. Würde ich sagen. Ich könnte zwar zu Thelmas Wirtshaus jetzt gehen. Da kann ich mir Tipps abholen, wo ich als nächstes hin muss. Da ich das aber schon weiß, gehe ich direkt dahin. Das erspart Zeit und langweiliges Gelaber. Wir wollen jetzt nämlich zu dem einen Typ, der in den Dings in den Dienst von Herodes steht. Das Land vor den bösen Gefahren retten will. Zu der Gruppe, wo auch Thelma dazu gehört. Ich glaube Rafter oder so hieß er. Bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas mit R bestimmt. War ich hier schon? Ja. Du, 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 du. Und dieser Rafter, der guckt sich diese Wüste da hinten an, die wir schon im Hintergrund sehen. Und der wird uns auch daran helfen, dass wir dahin kommen. Und das ist das nächste Gebiet, in das wir müssen. Kletter, 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 es ist so weit oben. Ah, diese schöne Musik, die ist echt schön. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Du bist doch Sam, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihr im Laden. Man nennt mich Raffler. Ah. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und täusche ich mich? Sam, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, die ist zur Höchststrafe, in die zur Höchststrafe verurteilte Schwerverbrecher gebracht wurden. Die Strafe wurde vollstreckt, indem die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels sie in die Schattenwelt beförderte. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist gesperrt. Nur eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befinden sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Boah, das klingt ja gefährlich. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genau untersuchen. Du, Sam, was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Ach, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Kräften liegt. Bitte gib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Hüyersee, nicht weit von hier. Du willst Raffles Notiz. Jo. Der schießt mich ja mit seiner Kanone dahin. Es gibt in diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen. Er steht tief in meiner Schuld. Überlass alles weitere ihm. Er wird alles nur geschrieben. Ja, okay. Das machen wir direkt. Was ist denn das hier? Also, das wundert mich gerade, dass ich das gar nicht kenne. Aber da werden wahrscheinlich höchstens Rubine irgendwie drauf sein. Diese Mini-Insel. Ich erinnere mich gar nicht an die. Komisch. Wie sich das Haus spiegelt, das ist so geil. So, jetzt will ich kurz gucken. Was ist da? Da sind ganz viele Vögel, das ist bestimmt irgendwas Interessantes. Gucken wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir mit dem Huhn runterfliegen. Jetzt wollen wir erstmal mit dem da. Bla bla. Ich muss ihm wohl erstmal die Notiz zeigen, bevor er mich irgendwo falsch hinschickt. Ha! Das ist doch vom alten Raffler. Pah, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase, ja. Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir für dich mal den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist, soll es sofort losgehen? Jetzt gehen. Na gut, aber einen Freiflug bekommst du nur dies eine Mal. Also dann, guten Flug. Eine Oase hier entlang, bitte. Ich werde zum Glück auch nie wieder seine Dienste in Anspruch nehmen müssen.
Denn ich kann mich ja dann später warpen. Ich werde mir nur ein Warpfeld freischalten müssen. So, die Szene kennen wir schon. Ich könnte sie eigentlich vorspulen, aber... oder abbrechen. Aber sie ist ja nur ganz kurz. So, direkt auf den Beinen gelandet. Sehr schön. Gerudo-Wüste. Sam, warte. Ich, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Land beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttin haben sie in einen geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreiches war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, aus Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Boah, die Arm. Schreckliches Schicksal. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verwandten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Was ein schiefer Zahn. Jo, aber macht nix. Ich hab dich trotzdem lieb. Aber als Tante die Macht im Schattenreich an den Stress, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Die ganz rechts. Das ganz rechtes Wesen, das... Also das ist wirklich gefährlich. Die nebendran, die bekämpfe ich ja immer wieder für die Portale, aber die ganz rechts, die sind nur mal härter. Er verfügt über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Und zwar ist es verboten, in der Halt einmal zurückzugehen, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über eben jeden Schattenspiegel und die Göttin vertrauten ihnen den Wächtern der von Hyrule an. Ja, deswegen finden wir ihn ja jetzt, ne? Nun, Zanto ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du willst ihn nach Sicherheit mit zusammen suchen, oder? Jo. Da knistert's aber ganz schön. Okay. Machen wir uns auf in die Wüste, aber bevor wir losgehen, mache ich erstmal einen kurzen Schnitt und sage bis gleich.